1910. Aus dem Tagebuch eines Matrosen. Oh nein. Ich vermisse das Leben in der Stadt nicht. Endlich ist er vorbei, dieser jämmerliche Jahrmarkt der Eitelkeiten. An Bord eines Schiffes zählt nicht, was man zu sein vorgibt, sondern nur, wie gut man seine Arbeit verrichtet. Man muss sich aufeinander verlassen können, man muss zusammenstehen. Hier auf dem Meer habe ich zum wahren Leben gefunden. Jahren gab es keine heißen Duschen, es gab keine trockene Kleidung zum Wechseln, es gab keine drei warmen Mahlzeiten täglich. Und es gab auch nicht, könntest du bitte mal anfassen, sondern fass jetzt an, egal ob du Durchfall hast oder wo immer du gerade mit was beschäftigt bist. Das war ein sehr, sehr hartes Leben. Die Romantik, die beschrieben wird von heutigen Menschen, die gab es wahrscheinlich nicht. Es wird sie gegeben haben, dass die Menschen ihr Coming-out in den Masten gehabt haben, wie es heutzutage auch noch ist. Aber es war ein sehr, sehr hartes Leben, was wir nur ansatzweise hier nachvollziehen können. Aber dieses Ansatzweise ist schon hart genug. Das langt schon vielen Leuten. Die Ära der Großsegler ist längst vorbei. Nur wenige Schiffe sind erhalten geblieben und haben sich in die heutige Zeit herüberretten können. Eins dieser Schiffe ist die norwegische Staatsrat Lehmkohl. Sie zu unterhalten ist sehr teuer. Die Staatsrat Lehmkohl finanziert sich hauptsächlich durch Fjordtouren in der Umgebung von Bergen und nimmt auf einwöchigen Fahrten durch die Nordsee segelbegeisterte Trainees mit. 1906 schreibt der englische Seemann und Autor Joseph Conrad: Das Segeln ist aus der Welt verschwunden wie das Lied eines wilden Vogels, den man ausgerottet hat. Einen modernen Dampfer zu führen, bedarf es nicht der gleichen Vertrautheit mit der Natur wie bei der Kunst des Segelns. Die moderne Seefahrt ist unpersönlicher und methodischer in ihren Ansprüchen. Sie ist nicht mehr so sehr eine Sache der Liebe. Ihre Leistungen werden genau nach Zeit und Raum bemessen. Pünktlichkeit ist dabei Trumpf. Sie ist keine persönliche, eigenwillige Leistung, sondern bloß ein Schritt weiter vorwärts auf dem Wege der Eroberung der Welt. Eingebettet zwischen sieben Hügeln und durch Inseln vor der offenen See geschützt, liegt die norwegische Hafenstadt Bergen, der Heimathafen der Staatsrat Lehmkohl. Im Jahre 1070 gegründet, wurde Bergen im Lauf der Zeit wegen seiner guten geografischen Lage zum Zentrum des blühenden Seehandels zwischen Norwegen und den anderen Hansestädten im Süden. 1236 kamen die ersten deutschen Kaufleute aus Lübeck in die Stadt. Sie siedelten sich hier an und beherrschten schon bald darauf fast den gesamten norwegischen Außenhandel. Die Hanse exportierte von hier hauptsächlich Stockfisch, eine damals in ganz Europa beliebte Fastenspeise. Handel und Seefahrt prägten Bergen wie kaum eine andere Stadt Norwegens. Die Staatsrat Lehmkohl am Kai in Bergen, ein eindrucksvolles Schiff. Die älteste und größte noch segelnde Bark der Welt. Länge über alles 98 Meter, Breite 12,5 Meter, Tiefgang 5 Meter. Für die Stammbesatzung gibt es an Bord 20 Kabinenplätze. 150 Kadetten können mitgenommen werden. Der Großmast ragt von der Wasserlinie 48 Meter in den Himmel. So hoch wie ein 16-stöckiges Hochhaus. Aufgrund der gigantischen Ausmaße, ihrer majestätischen Ausstrahlung und weil die Masten mit den Rahen weithin sichtbare Kreuze bilden, wurden die Großsegler früher auch als Kathedralen zur See bezeichnet. Die 22 Segel der Staatsrat Lehmkohl ergeben eine Fläche von mehr als 2000 Quadratmetern. Das entspricht der Größe eines halben Fußballfelds. She's
originally built in Germany, north of Bremerhaven, a place called Gestemünde. Sie wurde 1914 in Deutschland gebaut, in Geestemünde, heute Bremerhaven, auf der renommierten Tecklenburg-Werft für den deutschen Schulschiffverein. Dies geschah auf Veranlassung des Herrn hier hinter uns auf dem mittleren Bild, dem Großherzog von Oldenburg. Sie fuhr allerdings nur kurze Zeit unter deutscher Flagge. 1918, nach dem Ersten Weltkrieg, kam sie als Reparationsleistung nach England. And already in 1918 she was taken as a war prize by the English. In 1920 the gentleman on the other side here. Der Herr auf dem rechten Bild, Minister Lehmkuhl, sah das Schiff 1920 in Newcastle. Nach ihm ist sie benannt. Minister heißt auf Norwegisch Staatsrat. Er sorgte dafür, dass die Bergener Schulschiffvereinigung das Schiff übernahm. Schon 1923 ging sie von Norwegen aus auf große Fahrt. Bis 1940 fiel die Bark in die Hände der deutschen Wehrmacht. Sie wurde auf den Namen Westwärts getauft und während des Krieges als Munitionsdepot verwendet. Nach dem Krieg übernahm die Schulschiffvereinigung Bergen wieder den Windjammer. In den 60er Jahren wurde die Situation für Segelschulschiffe aber immer schwieriger. Moderne Einheiten wurden zur Ausbildung bevorzugt. Man überlegte ernsthaft, den Segler ans Ausland zu verkaufen. Da trat der Großreeder Hilmar Reksten auf den Plan. Er fand es schade, die Staatsrat wegzugeben, also kaufte er sie kurzerhand. In den 70er Jahren konnte er sich den Unterhalt des Schiffes allerdings nicht mehr leisten. Die Stiftung Salzkippitz Staatsrat Lehmkuhl wurde gegründet und übernahm die alte Bark. Die Stiftung hat nur ein Ziel, das Schiff so lange wie möglich segeln zu lassen. Und wenn das mal nicht mehr gehen sollte, es für zukünftige Generationen zu erhalten. Noch ist es allerdings nicht so weit. Die Staatsrat Lehmkuhl ist zwar schon recht betagt, aber in hervorragendem Zustand. Einer, dem das Schiff besonders am Herzen liegt, ist der Kieler Matrose und Segelmacher Markus Lamp. Ich hatte eigentlich früher vor, auf der Gorch-Fock zu segeln. Das ging allerdings schlecht, weil ich nämlich Kriegsdienstverweigerer bin. Und die wollten mich wohl nicht so gerne haben da. Woraufhin ich gesagt habe, dann suche ich mir was anderes. Und ich wusste in dem Moment, wo ich dieses Schiff sah, das ist es. Das wird mein Ding, so. Ich wusste es einfach, es stand für mich fest. Es war ein Kindertraum. Ich hatte immer die Gorch Fock auf meinen 10-Mark-Scheinen abgebildet. Und die Staatsrat kam nach Kiel und ich wusste, ich komme da rauf, wie auch immer. Den Traum, einmal auf einem großen Segelschiff zu fahren, kann man sich auf der Staatsrat Lehmkuhl erfüllen. Jedes Jahr fahren Segelschiffbegeisterte aus aller Welt als Trainees, als zahlende Mitsegler, auf der Suche nach Seefahrtsromantik und Abenteuer für ein paar Tage auf ihr zur See. Well, when the trainees come on board, the first one they meet is me. Wenn die Trainees an Bord kommen, bin ich der Erste, den sie treffen. Ich weise sie ein und lege fest, wer welchen Wachdienst macht. Sie können mehr oder weniger wählen, ob sie die blaue, die rote oder die grüne Wache übernehmen wollen. Der Blue, Red or Green Watch. From 8 to 12. Okay, Blue Watch. Blue. Ja. Blau. I have to give them hammocks and also. Ich gebe die Hängematten aus und sorge dafür, dass in den Schlafsälen und in der Cafeteria alles in Ordnung ist. Das ist vor dem Auslaufen meine Aufgabe. I think that is more or less my job. Meine meisten Bekannten und auch meine Kinder sind eigentlich so mehr der Meinung, die Mutti hat einen Tick. Ich glaube, der Einzige, der mich so ein bisschen versteht, ist mein Sohn. So ein bisschen Richtung Fernweh, der auch mal ein bisschen mitguckt und ein bisschen Feeling fürs Wasser hat und so. Aber ansonsten, viele haben mich ausgelacht halt, ne?
geht auf so ein Schiff, muss noch arbeiten, vielleicht ist ihr schlecht. Der Norden ist kalt und dann regnet es unentwegt. Sind also, meistens hört man, na, die Frau hat einen Tick. Wenn man schon von einem Tick sprechen will, dann teilt ihn Ines Szilard mit vielen Menschen, die ihr bequemes Bett zu Hause für eine Weile gegen die qualvolle Enge des Schlafsaals und zwei Haken für die Hängematte eintauschen, um unvergessliche neue Erfahrungen zu sammeln. Joseph Conrad, der im vorigen Jahrhundert zur See fuhr, schreibt über das Ablegen eines Schiffes: Der Anfang der Reise ist nicht das, was man sich gemeinhin an Land darunter vorstellt. Sie bedeutet nicht das Verlassen des Hafens, sondern ist eine navigatorische Handlung. Ein Schiff mag schon tagelang auf See sein. Dennoch hatte die Ausreise für die Seeleute auf den großen Segelschiffen vergangener Zeiten noch nicht begonnen, solange die Küste noch in Sicht war. Wenn die Ausreise nicht mit dem Entschwinden des Landes beginnt, dann vielleicht mit dem letzten Blick, den der Seemann beruflich auf die noch zu erkennende Küste wirft. Das ist zum Unterschied vom gefühlsmäßigen sein technisches Lebewohl. Fortan ist die achterausliegende Küste nur noch eine persönliche Angelegenheit des Einzelnen. Es ist der Seemann, der den Beginn der Ausreise festlegt. Und zwar mit einer Kreuzpeilung, die die Stelle des ersten winzigen Bleistiftkreuzes auf der Übersegelungskarte bestimmt, wo dann am Mittag jedes künftigen Reisetages der Schiffsort durch ein anderes ebenso winziges Bleistiftkreuz bezeichnet wird. Da wird die ganze Erde umsegelt mit einem bestimmten kleinen Fleck als Ziel. Kommt er in der erwarteten Richtung in Sicht, dann war die Ansteuerung gut. Nach der Ausfahrt aus dem Hafen ist es Zeit, die Segel zu setzen. Die ersten sind aufgeändert, um die Zeisinge zu lösen, die das Segeltuch unter der Rah halten. Die Trainees werden zur Arbeit eingeteilt. Man verständigt sich meist in einem Kauderwelsch aus Englisch, Norwegisch und Deutsch. Das Fox-Segel, das erste von 22 Segeln, steht. Das Segelsetzen ist eine schweißtreibende Angelegenheit. Manche der Trainees sind schon alte Hasen, andere unerfahren. Da funktioniert natürlich die Koordinierung der Kräfte noch nicht so gut. Nach 2 Stunden machen sich erste Anzeichen von Müdigkeit breit. Fachmännisch begutachtet Markus den Stand der Segel. Nein, ich finde sie gut wahr. Dann drehe ich mal ab, okay? Er ist zufrieden. Okay, thanks for your help. Es ist immer sehr abenteuerlich, wenn neue Mitsegler an Bord sind. Einfach aufgrund der Tatsache, dass ich nicht voraussetzen kann, dass diese Menschen jemals mit Tauwerk in Berührung gekommen sind und selbstverständlich auch nicht wissen, was gefährlich ist auf diesem Schiff. So. Das setze ich einfach voraus und entsprechend sage ich das an und behandle die Leute. Das bedeutet, ich stelle sie an verschiedenes Tauwerk, versuche schon einleitende Erklärungen zu geben, versuche
kurz die Kommandos zu umreißen, die wichtigsten Kommandos. Ja, und dann geht's einfach los. Und es war ja auch erfolgreich. Wir haben immerhin 10 Rahsegel und 2 Starksegel setzen können. Und wir haben relativ wenig Fehler dabei gemacht. Und es ist überhaupt niemand verletzt worden. Das kommt sehr selten vor. Also verletzt wird ab und an mal ein Mannschaftsmitglied, weil beim Belegen das Tauwerk zu schnell fahren gelassen wird. Das bedeutet, es kommt zu schnell lose rein. Es sitzt teilweise sehr viel Druck auf den Tauwerken drauf. Ja, und wenn man dann anfängt abzurutschen am Belegnagel, dann tut das sehr weh, kostet Hornhaut. Die Staatsrat Lehmkuhl macht gute Fahrt. Die Stimmung an Bord wird zusehends entspannter. That you bring all the trainees on board, there's about 150 things happening at once. We have our regular work to do, our administration of the vessel. An dem Tag, an dem die Trainees an Bord kommen, passieren 150 Dinge auf einmal. Wir haben viel Arbeit mit dem Schiff und dem Papierkrieg. Und dann kommen noch all die Trainees. Sie müssen eingewiesen werden und sie haben natürlich 1000 Fragen. Wir haben also erst einmal alle Hände voll zu tun. Aber die ersten 4 Stunden, nachdem wir den Hafen verlassen haben, sind für mich der schönste Teil der Reise. Dann spürt man, wie alle Brücken zum Land abbrechen. Es gibt kein Telefon mehr. Die Leute fragen einen keine Löcher mehr in den Bauch. Und man hat die offene See vor sich. Und wenn man erst einmal da draußen ist und eine herrliche Brise weht und alle Segel gesetzt sind, ist das für mich so ziemlich der Höhepunkt der Reise. Jeder Reise. That's probably the highlight of the whole voyage, of any voyage. Todmüde haben die Trainees ihre Hängematten geentert. Das sanfte Wiegen der Dünung hat sie in einen tiefen Schlaf versetzt. Good morning, Blue Watch. It's 7 o'clock. Die blaue Wache, die morgens und abends von 8 bis 12 Uhr Dienst hat, wird geweckt. In diesem Moment fragt sich manch einer, ob er sich wirklich unbedingt jeden Traum erfüllen muss. Die Crew hält die Trainees dazu an, die verschiedenen Wachdienste zu übernehmen. Jeden Morgen wird das Deck geschrubbt, um die Planken vor dem Austrocknen zu schützen. 24 Stunden am Tag geht die Brandwache durch die Decks, steht der Ausguck auf dem Vorschiff, um vor Gefahren zu warnen, steht die Bojenwache am Heck und gibt Acht, dass niemand über Bord geht. Das Ruder ist natürlich auch rund um die Uhr besetzt. Über diese Routinearbeiten schreibt Joseph Conrad: Die Schiffsroutine ist für wunde Herzen und für wehe Gedanken eine große Trösterin. Ich habe sie die ungestümsten Geister besänftigen sehen. Sie heilt, bringt Frieden und Zufriedenheit mit dem vollbrachten Kreislauf. Denn jeder Tag des Lebens an Bord scheint im weiten Ring des Horizontes einen Kreis zu schließen. Die majestätische Monotonie des Meeres verleiht dieser Einförmigkeit der Schiffsroutine einen gewissen Wert. Und wer die See liebt, liebt auch sie.
Nirgends sinken die Tage, Wochen und Monate schneller hinab in die Vergangenheit als auf See. Sie scheinen so leicht wie die hellen Luftblasen im wirbelnden Kielwasserachter auszubleiben und in der großen Stille zu verschwinden, in der sich das Schiff wie auf zauberhafte Weise fortbewegt. Die Segel werden getrimmt. Dabei werden sie in eine Stellung gebracht, in der sie die Windenergie in ein Maximum an Vortrieb umsetzen. Bootsmann Sverre leitet die Arbeit und gibt die Kommandos weiter. Je nachdem, aus welcher Richtung der Wind weht, werden die Segel manchmal fächerförmig getrimmt, um optimal zum Wind zu stehen. That's good. Beeindruckend ist natürlich der Aufstieg zu den Segeln. Das ist eine ganz eigene Sache. Erstmal der Ausblick ist fantastisch, wenn man da oben steht, der Wind und das Wasser, es ist schon toll. Aber man spürt auch die eigenen Grenzen sehr, wenn man dort hängt. Ne? Nur Seile und es geht schräg aufwärts. Man merkt auf einmal, man hängt dort nur mit seiner eigenen Kraft, den eigenen Händen. Und wo man drauf steht, es ist einfach nur ein Seil und es ist verdammt schmal. Und das Deck ist verdammt weit tief unten. Aber es ist schon ein erhabenes Gefühl, wenn man dort stehen kann, wenn man es geschafft hat bis da hoch und also auch wieder runter und dann den Überblick hat, so rübergucken so übers Meer. Es ist schon traumhaft. Fangen wir an zu packen. Markus erklärt anhand eines selbstgemachten Modells das Packen der Segel. Auf die Ra. Das andere Stück vom Seitenleg auf die Ra. Zur Mitte hin ziehen, damit das hier schön stramm wird. Das Unterleg finden. Auf die Ra. Okay, jetzt haben wir das Segeltuch auf der Ra. Hängen mit dem Bauch nach vorne und fangen an zu fischen. Jetzt sind wir vielleicht eine Frau, vielleicht nicht ganz so super kräftig. Da stopfen wir nicht nur mit den Händen, da stopfen wir mit dem ganzen Arm. Immer und immer wieder, bis das ganze Segel da drin ist. Das nächste, was dann kommt, von Nockmann zu Nockmann, oder wenn das Segel, wenn wir nicht genug Leute haben, nur bis zur Mitte. Are you klar? Ein, to, rölo. Das ist es, ein ganzes riesengroßes Segel. Ist eine kleine Wurst geworden. Ich möchte das nicht nur genießen, also ich möchte schon wissen, wie das auch funktioniert mit den Segeln. Das ist ja eine faszinierende Sache, wie man das so aufgebaut hat, wie das funktioniert. Man guckt sich so ein Schiff an und sieht einen Haufen Strippen und Seile da längs und quer hängen und weiß nicht, wohin damit. Und jetzt gewinnt man langsam so einen Überblick darüber, welches Seil wofür zuständig ist und was es für Funktionen hat. Und das ist eine großartige Sache, da ein bisschen durchzublicken und zu wissen, dass sie das früher alle schon gekonnt haben und gewusst haben. Ne? Schön fischen! Jawohl! So, nach der Theorie wird das Erlernte in die Praxis umgesetzt. Ihr nehmt also die Haut, diese Doppelung, und streckt sie nach vorne raus mit einem Arm. Ihr drei Mann habt schon viel zu viel gepackt. Ich sehe meine Aufgabe auf diesem Schiff, wenn es
dazu kommt, mit Trainees zu arbeiten, darin ein Teamwork, Gedanken zu vermitteln und ein Team zu schaffen. Und das gelingt mir auch sehr oft. So ein Segelschiff ist ein faszinierendes Hilfsmittel, um Menschen dahin zu bewegen, miteinander zu arbeiten und aneinander zu wachsen und Rücksicht aufeinander zu nehmen. Hey! Ja, super! Absolut cool! Nach 4 Tagen auf See meldet der Auskuck Land in Sicht. Die Küste Schottlands liegt vor uns. Einige Delfine tauchen plötzlich auf. Sie machen sich einen Spaß daraus, die Staatsrat Lehmkuhl kurz zu begleiten und immer wieder knapp vor dem Bug zu kreuzen. Der Lotse kommt an Bord, um die Bark sicher in den Hafen zu bringen. Für die Schotten ist die Ankunft des Schiffes eine willkommene Abwechslung im Alltag. You go first to the Caledonian bar. Kali Bar, very entertaining, very nice decor. Als erstes gehen Sie mal in die Caledonian Bar, die Kali Bar. Da ist gute Stimmung und da sind immer wunderschöne Mädels. Alles, was das Herz begehrt. Danach gehen Sie in die Marine Bar. Da gibt es gutes Essen, wenn Sie wollen. Und wenn Sie dann die High Street hochlaufen, dann kommen Sie zur Commercial Bar. Also, das sind die besten Gasthäuser in der Stadt. Sie haben die Wahl. Ende der Geschichte. So, there you are. End of story. Very nice. Very good. Während die anderen noch in der Hängematte ihren Rausch ausschlafen, entert Markus frühmorgens auf, um Reparaturarbeiten zu erledigen. Er hat sich vorgenommen, einige ältere Webeleinen gegen neue zu ersetzen. Every one of the old traditions we try to keep alive. We don't want to lose the traditions by finding new names for things. Wir versuchen, die Traditionen am Leben zu erhalten. Wir wollen sie nicht verlieren, indem wir den Dingen neue Namen geben oder neue Methoden suchen, wie man was macht. Das heißt nicht, dass wir nicht experimentieren und uns nur darauf verlassen, was vor 100 Jahren galt. Natürlich experimentieren wir auch heute noch mit dem Schiff. Man kann hunderte von Büchern kaufen, die erklären, wie man so ein Schiff segelt, was man tun sollte und was nicht. Aber wir finden immer wieder etwas Neues heraus, denn jedes Schiff ist anders und die Leute, die die Bücher geschrieben haben, kennen nicht jedes Schiff. Also das Wichtigste sind für uns die Traditionen. Wir benutzen die gleichen Begriffe wie früher. Die Abläufe sind immer noch genauso wie früher auf den Segelschulschiffen. Und ansonsten passen wir uns etwas an die moderne Zeit an. Wir haben natürlich moderne Technik und ein paar Dinge an Bord, die uns das Leben bequemer machen. Aber das ist auch das Einzige, worin sich das Traditionelle vom heutigen Bordleben unterscheidet. Part of the ship.
An meinem Job gefällt mir unglaublich gut, dass ich einerseits traditionelles Handwerk, Seemannshandwerk lerne und umsetze. Und mir gefällt die Arbeit mit den Menschen sehr gut. Das ist Erlebnispädagogik im Prinzip. Was mir nicht gefällt, ist, dass ich mich aus der modernen Zeit nicht wegmogeln kann. Es ist nicht wegzudenken. Wir leben im ausgehenden 20. Jahrhundert und nicht 200 Jahre früher. Ich komme an dem Rest der Welt nicht vorbei. Und das hat Rückwirkungen auf meinen Arbeitsalltag hier. Wir sind eben kein Segler auf Weltumsegelung vor 150 Jahren, sondern wir sind hier, wir sind an Termine gebunden. Das Schiff muss Geld einfahren, was wiederum bedeutet, dass wir Fjordtouren fahren müssen. Das sind sozusagen Restauranttouren in der Umgebung von Bergen durch wunderschöne Natur, die die Teilnehmer solcher Fjordtouren nur begrenzt interessiert, weil sie hier eben Feten feiern, tanzen, mit hochhackigen Stöckelschuhen uns das Deck kaputt treten. Das kann ich nicht gut finden. Belastungsprobe für die neue Webeleine à la Markus. Ein Schiff entwickelt mit der Zeit einen eigenen Charakter. Es entsteht eine tiefe Bindung zwischen den Seeleuten und dem Schiff. Darüber schreibt Joseph Conrad: Schiffe wollen verständnisvoll und mit Erfahrung behandelt werden. Ein Schiff ist kein Sklave. Du musst es ihm auch im Seegang leicht machen und darfst nie vergessen, dass du ihm seinen vollen Anteil an deinen Gedanken und deinem Können schuldest. Bist du dir dieser Verpflichtung bewusst, wird dein Schiff für dich segeln, solange es kann. Und es wird den schwersten Sturm abwettern, der dich je daran zweifeln ließ, noch einen Sonnenaufgang zu erleben. Ein Segelschiff schöpft seine Kraft aus der Seele der Welt, dem Wind. Doch der Wind ist oftmals nicht nur ein Segen, er ist gleichzeitig auch der Fluch der Segelschifffahrt. Joseph Conrad weiter. Es war bei Kap Horn. Wir hatten seit etwa 7 Tagen weder die Sonne noch den Mond oder auch nur einen Stern gesehen. Die Eintragungen im Tagebuch beweisen, wie der Wind bis auf Sturmstärke herangewachsen war. Das Schiff tauchte seinen Steven in die heranrollenden ungeheuren Seen. Die wenigen noch stehenden Segel ragten kohlschwarz in das düstere Blau des Himmels. Ich war damals noch ein Junge und litt unter Müdigkeit, Kälte und dem schlechten Ölzeug, das undicht war. Ich sehnte mich nach menschlicher Nähe und stellte mich neben den Bootsmann, den ich nicht leiden konnte, an eine verhältnismäßig geschützte Stelle. Über unseren Köpfen zog eine Böe nach der anderen mit dumpfem Dröhnen vorüber. Aus einem Drang nach Nähe sagte oder besser schrie ich zu dem dicht neben mir stehenden Bootsmann, das weht aber hart. Seine Antwort lautete, ja, und es braucht nur noch ein bisschen mehr zu wehen, dann kommen die Masten und die Rahen von oben runter und dann wird es erst richtig übel. This was our 1600 position here. We're just south of the Bergen Bank, south of Frigg oil field. And it's about 107. Das war unsere Position um 16 Uhr. Wir sind jetzt südlich von Bergen und dem Salzwig Ölfeld. Es sind noch 107 Seemeilen bis zur Einfahrt in den Korsfjord beim Marstein-Leuchtfeuer. Der Kurs läge bei 60 Grad. Wir steuern jetzt 65 Grad, sodass wir etwas höher reinkommen, falls der Wind von vorne kommt. Wir sind schon vor unserem Zeitplan. Unsere Geschwindigkeit liegt jetzt bei 9,7 Knoten. Also können wir auch da noch weiter segeln, falls der Wind nachlassen sollte. Das ist sehr gut, dann brauchen wir die Maschine nicht. Einen Tag, bevor die Staatsrat Bergen wieder erreichen wird, muss das Schiff wenden, um nahezu in die entgegengesetzte Richtung weiter zu segeln. Das geschieht in diesem Fall durch eine Halse, bei der das Heck des Schiffes durch den Wind dreht. Die Segel werden zur Unterstützung der Drehung des Schiffes benutzt. Dabei brast man die Rahen mit dem Wind. Wenn der Wind fast mittschiffs steht, brassen wir rund. We'll start racing around.
Der Kapitän leitet die Halse. Von seinem Können hängt alles ab. Zuerst werden die Rahen des Großmastes mit dem Wind geprasst. Der Vorteil einer Halse ist der, dass man sie auch mit einer kleinen und wenig erfahrenen Crew durchführen kann. Doch mittlerweile sind die Trainees ganz gut eingespielt. Alles klappt wie am Schnürchen. Auch der Fockmast ist gebrast. Trainees, die hier mitsegeln, sind nach so einem Segeltörn viel, viel entspannter, als sie es vorher waren. Die Leute kommen wieder auf den Gedanken, dass es noch was anderes gibt, als Geld zu verdienen und vorm Fernseher zu verschimmeln. Ich träume immer davon, sie mit 630 Tonnen schottischen Whisky randvoll zu laden und nach Australien zu segeln. Wenn da noch ein paar nette Leute an Bord wären, ginge mein Traum in Erfüllung. It's often been discussed whether or not to make a cruise around Cape Horn with this vessel. Wir haben schon oft überlegt, mit ihr um Kap Horn zu segeln. Sie ist dafür wie geschaffen, sie ist sehr groß und sehr lang und sie hält sehr schwerem Wetterstand. Ich wäre mehr als glücklich, wenn ich sie mal auf einer Weltreise um Kap Horn bringen könnte. Da wäre sie voll und ganz in ihrem Element. Seemannschaft auf alten Schiffen, das Erleben der See selber, ist eine ganz faszinierende Sache. Man spürt einerseits, wie klein und wie machtlos wir sind. Und auf der anderen Seite hat man Erlebnisse, die unvergleichlich schön sind. Wir haben Nächte, in denen die so klar sind, dass wir Sterne sehen, wie sie Menschen an Land niemals zu sehen bekommen, jedenfalls keine Stadtmenschen. Es herrscht über Städten immer eine gewisse Helligkeit und davon ist auf See nichts zu sehen, vor allen Dingen nicht, wenn wir segeln. Wir haben da nur unsere Segelbeleuchtung an und über uns ist nichts. Du hörst das Knarren im Gebälk sozusagen, im Rigg und du guckst in den Sternenhimmel und bist weg. Du bist einfach nur begeistert. Ich bin es zumindest. We have now come to the end of our voyage, unfortunately. And you have performed. Wir sind jetzt am Ende unserer Reise angelangt. Leider. Ihr habt euch alle sehr gut geschlagen. Obwohl diesmal nur 77 Trainees statt der möglichen 150 an Bord waren, ist das Schiff so gut gesegelt, als wäre es voll besetzt gewesen. Jeder von euch erhält ein Zeugnis, das die Teilnahme an der Fahrt bestätigt, welche Routinen und Ausbildungsprogramme ihr durchlaufen habt und die zurückgelegten Seemeilen. Insgesamt 698, davon 436 unter Segeln. Wir beginnen mit Fredrik Amundsen. Bitte antworten Sie mit Hoi. We will start with Fredrik Amundsen. Please say Hoi. Hoi. Thank you. Ines Silat. Die frischgebackenen Kadetten sind natürlich stolz auf ihre Leistungen. Für die älteste Teilnehmerin an dieser Fahrt, Ingeborg Schwabe aus Hamburg, ist es ein doppelter Triumph.
Die 74-Jährige ist zwar schon mehrfach auf Großseglern gefahren, doch hat sie sich diesmal zum ersten Mal getraut, ins Rigg aufzuentern. Die Fahrt nähert sich dem Ende. Die Segel werden eingeholt, bald ist man wieder an Land. Obwohl der Abschied schwerfällt, sind alle froh, sich einen Traum erfüllt zu haben. Yeah, that's what I've been wondering all my life. What would I do if I left the ship? I don't really know. Tja, das frage ich mich schon mein Leben lang. Was soll ich tun, wenn ich dieses Schiff eines Tages verlasse? Ich weiß es nicht. Ich kann nur so viel sagen, ich wohne in der Nähe des Schiffes in Bergen. Und immer wenn ich Ferien mache und in Bergen bin, sehe ich das Schiff an meinem Wohnzimmerfenster vorbeiziehen. Dann denke ich, Gott sei Dank, nur noch 3 oder 4 Wochen. Jetzt haben Sie vielleicht eine Vorstellung davon, wie schwer es für mich wäre, das Schiff zu verlassen. Manchmal denke ich, ich bin schon recht lange an Bord. Ich kann meinen beruflichen Horizont, meine Karriere nicht mehr erweitern. Aber ich sage mir auch, ist das eigentlich so schlecht, wenn jeder Tag an deinem Arbeitsplatz ein schöner Tag ist und du Spaß daran hast? Das ist doch eigentlich das Schönste, was man erreichen kann. Also entscheide ich mich von Jahr zu Jahr für das Schiff und hoffe, dass ich diesen Traum noch lange träumen kann. That this fantasy continues quite long.